Soll ich mal rausziehen? So ein rotes Haar? Nee. Lass das drin, ist so geil. Du kriegst statt einer grauen Strähne, kriegt Marlies nämlich eine rote Strähne. Guten Morgen. Guten Morgen. Guck mal, und hier ist es. Und da ist es. Zeig mal. Ich glaube, man sieht das nicht. Der Teufel steckt bei Marlies drin im Kopf. Hier. Devil inside. The devil inside. Nobody can live without the devil. Mama schneidet sich immer alle verfärbten Haarsträhnen aus. Verfärbte Haarsträhnen? Okay. Ist ja nicht verfärbt. Die weißen, was sie haben. Die weißen. Ja, ein bisschen. Nein, wir gehen jetzt. Noch mehr Tee. Nein, wir gehen doch jetzt was essen. Olle. Was ist das hier? Guten Morgen. Naja. Jo, Oma, Fenster zu und los. Heute testen wir mal die Karte. Die Karte, die ich geschenkt bekommen habe, jetzt letztens von einem YouTube-Fan. Morgen sind wir alleine mit dem Baby zu Hause. Zum ersten Mal mit der neuen Karte aufgenommen. Und morgen geht die Schule los. Für dich nicht, sondern für Anouk. Ja, ich bleib zu Hause. Aber bitte mich nicht den ganzen Tag vollladen. Oh, und Mama kann ich dann. Mama, nein! Mama, guck, 11.03 Uhr. Naja, das ist 11.11 Uhr, aber egal. Egal. Na Mensch, meine beiden Österreicher hier, mein Lieblingspärchen, das erste Jahr, wo sie kamen, habe ich doch so gemotzt mit denen, weißt du noch? Jetzt kommen sie immer. Ach du Scheiße, ich hab echt nicht reingebracht. Ist das wirklich der Wahrheit? Ich hab nicht reingebracht, ja? Ich fasse es nicht. Ja, echt zu verstrahlt, Dora. Du nimmst. Du machst auf. Das gibt's doch ja nicht. Kann doch ja nicht machen. Ja, aber das. Das ist ein Zeichen, Mann. Ich so gesagt, ich mach das hier nicht mehr lange. Ich hab kein Bock mehr. Wir sind gleich da. Sperrling. Meine Kacke! Ja, schnell weiter. Nicht reinlaufen. Wir müssen das doch mit den Tüten wegmachen und in den Mülleimer tun. So sieht's aus, ja. Es sei denn, es ist kein Mülleimer da, dann schmeißt man es ja einfach nur an den Straßenrand. Natürlich nicht. Eigentlich selbstverständlich nimmt man das dann mit und wirft das in die nächste Mülltonne. So einfach sieht das aus. Ne? Dafür ist jeder Bürger verpflichtet. Das ist ja ganz schön verwachsen hier, wa? Da muss man ja jetzt langsam aufpassen hier mit dem Schlingkraut hier. Damit muss man aufpassen. Papa, ich liebe diese Barbie, die ihr mir gestellt habt. Diese Moppel-Barbie. Und die so schön dutz hat. Genau. Ja, lassen. Die ist schön, ja. Ja, aber Glas, überall Glas. Und so musst du ein bisschen aufpassen, oder? Überall liegt Müll und Glas und so. Ja, naja, wie gesagt, die Aktion steht ja noch aus, aber irgendwie. Da kommt ja nichts von dir. Jojo! Na, essen wollen wir jetzt gerade, aber ich glaube, dann nehmen wir nicht mehr rein. Das können wir uns nicht leisten. Wir wohnen nämlich heute voll berechnet, also sprich, jedes Kind hat volle Buffetpreis bezahlt. 12 Euro. 12 Euro pro Kind und das bei Skadi, die zwei Würstchen gegessen hat und eine. Und die Würstchen in einer Packung Nutella gedippt hat. Ein Croissant. Ja, das Croissant habe ich ja so gegessen. Also deswegen, das war jetzt ja nicht mehr sie gegessen. Also könnte es also so irgendwas mit 3 kosten. Ach ja, 5 Euro Kinderbuffet. 5 Euro halt haben sie da sonst immer berechnet.
Ja, und Lumen, die ja auch nicht gegessen hat. Und Anouk, die auch wenig gegessen hat. Anouk, ja, okay, kann man sich streiten. Aber es war lecker. Aber es war lecker. Jo, also Fazit, da gehen wir leider nicht mehr hin. Obwohl es ein schöner Laden ist. Essen ist toll, Essen ist super. Aber zu teuer. Naja, es ist nicht zu teuer. Man zahlt 12 Euro, das ist alles in Ordnung. Kann man machen als Erwachsener, der auch wirklich was verbraucht. Ja. Bloß als Kind ist das einfach zu viel. So, na gut, wie auch immer. So, jetzt hole ich eine Art Dekotisch ab, der da rumstand. Lass uns auf keinen Fall stehen. Nehmen wir auf alle Fälle mit. Das ist fuck. Geiler Fisch. Ja, da stand er schon mal in den Starkregen jetzt. Dabei ist er ein bisschen aufgegangen. Mit Furnier. Oh ja, das ist ein geiler Artikotisch. Schön stabil dann hier noch. Ich war zu Hause. Halt, hab den Schlüssel geholt. War im Keller. Hab den Wagen geholt und bin hergekommen. Voll lange weg. Also, schade ist es drum. Oh, Bollerwagen! Ist der schwer, ja, aber ist massiv. Das ist schöner, ey, aber schade mit dem Regen. Ich würde den eh abziehen. Der ist zu schwarz. Ja, ja, das ist schade. Ja, aber es ist ganz schön schwarz. Oh, hey, hallo, die Kamera ist noch an und sie filmt dann. Hey, hallo. Ich bin Barbie. Hallo, ich bin Barbie. Hallo. Ja. Hallo, ich bin Barbie. Und, ich habe keine Schuhe. Ich habe keine Schuhe. Nein, gibst du dann Blumen das andere wieder? Nein! Welches? Eins gibt Blumen. Ach, Blumen, stopp. Stopp! Wie sie mich gerade angeguckt? Mich? Also, ich guck hier rüber ganz wütend. Lumi? Willst du zu mir kommen? Und zu mir? Du bist so ein Schattenhocker. Ja. Ich sag doch immer, ich soll die Straßenseite wechseln, wenn es jetzt sonnig ist. Mann! Wir sind da schon mal drei jetzt. Ich werde jetzt erstmal eine Runde schneiden. Und dann sehen wir uns später vielleicht nochmal. Ansonsten sehen wir uns morgen. Erster Schultag. Wieder im neuen Schuljahr. Bis dann. Oder später. Boah, guten Morgen. Erster Schultag nach den Ferien. Und du bist total aufgeregt. Ja. Naja, gut. Ich hol den Wagen. So, Sitze habt ihr? Alle. Angeschnallt seid ihr? Nö. Aber gleich, ne? Ja. Mama hat gesagt, wenn man ihn benutzt, ein bisschen trägt, dann wird er ein bisschen weicher. Dann ist er nicht mehr so hart. So,
So, ein paar letzte Worte. So, was denn? Zum Thema Schule? Nur, dass ich mich sehr darauf freue. Na, siehst du. Na, dann gehen wir gleich mal hoch. Ist jetzt 23. Wir haben noch 7 Minuten, die brauchen wir zum Hochlaufen. Sehen wir uns gleich. Stein oder was? Holzstäbchen. Doof. So. Luki ist weg. Jetzt bin nur noch ich da. Jetzt bist nur noch du da. Mit Oma. Oma ist aber zu Hause. Mit Daddy geht aber ich bin. Und nein, wir haben eine Schüssel. Mama hat ein Geheimfach an mein Sporthandgewehr. An mein Turmbeutel. Ja, auch schnell nach Hause. Oh, moin, Wolfgang. Was? Hab nicht verstanden. Nee, ich hab keine Zeit jetzt, absolut nicht. Wieso, was ist jetzt? Ey, ich hab keine Zeit, Wolfgang. Ich muss nach Hause, die warten. Das geht wirklich nicht. Das musst du auch mal so schaffen. Nachher vielleicht, müssen wir mal sehen. Aber ich hab keine Zeit, ich hab keine Zeit. Schnapp dir Alex oder irgendwas. Lass deinen Fernseher in Ruhe, schalte das Radio an, mach irgendwas anderes. Komm raus, geh raus, trainiere, mach du, tu, geh angeln. Ja, moin. Ja. Nee, ich muss, die warten ja. Ich hab ja auch nur meine paar Minuten morgens mit der Familie. Das geht nicht. Mann, ey, als das eh erledigt, da kommt er mit dem nächsten an. Ey, das geht aber auch nicht. Mann, das versteht der auch nicht. Ah, tut mir leid, muss ich auch so zeigen, das ist halt so. Das ist tatsächlich so. Das eh erledigt, macht man ihm mit dem eben recht, kommt das nächste an. Muss man auch mal. Ja. Der braucht einfach einen Freund, der das alles macht für ihn. Ja, muss er selber machen. Siehst du? Gleich doch. Die paar Minuten, die man hat morgens, muss man auch mit seiner Familie verbringen. Nee, Wolfgang wollte mich gleich wieder abstecken. Ja, aber ich dachte, du kannst mal schnell. Ich sage, nee, ich muss mir da auch wieder einfummeln. Ich brauche ja da auch 10, 15 Minuten wieder. Und dann in 10, 15 Minuten, dann komme ich hierher, Latsch. Das ist, auch wenn es vielleicht negativ rüberkommt, Wolfgang gegenüber, aber es ist überhaupt nicht negativ Wolfgang gegenüber, sondern manchmal muss man auch mal Nein sagen zu Personen, die immer irgendwas haben wollen. Ja, das war heftig, das waren 5 Mal. Jo, ja, so ist es. Manchmal, wie gesagt, jetzt ist Frühstück halt auch wichtiger mit der Familie und kurz mal quatschen. Ja, vor allem als Wolfgang. Richtig, aber 12 Stunden nicht mehr. Genau, dann bin ich 12 Stunden wieder weg. Und also maximal, dass du runterkommst mal kurz, aber ja. Hat doch einer geraucht hier. Das rieche ich doch. So, gut, Knut. Dann bauen wir mal auf.
Tada! Der Laden ist auf. Der Laden ist auf. Ach, Wolle, Alter! Alter Pappkamerad, ich kann doch jetzt nicht gleich wieder zu dir rennen. Wer steht denn dann hier im Laden und passt jetzt auf? Hey, man, siehst du, das ist alles schon so knapp. Ich habe auch mit Malis nicht das geschafft, was ich jetzt noch machen wollte. Viel zu knapp alles. Aber der Wolle sah nicht gut aus, tatsächlich. Er hat jetzt 2 Tage Fernsehentzug. Er sah nicht gut aus. Das Problem ist, ich brauche da selber, um mich einzufummeln bei dem Ding. So. Ich brauche aus dem Auto den Schlüssel für zu Hause und ich benötige ein wenig Deko vorne. Ich probiere doch immer, mit das nicht, dass wir umsonst da Geld investieren. Rein investieren. Ja, ja, auch doof. Ich finde es auch schön. Mama findet es nicht so schön und deswegen müssen wir es verkaufen. Weil wir. Naja, ich könnte es ja kaufen, aber wir haben keinen Platz dafür. Bitte. Und wir haben halt keinen Platz. Hätten wir Platz, würden wir es vielleicht hinstellen. Ich erwarte den ersten Auftrag. Also ich habe nochmal mit Wolfgang geredet, habe ihm das nochmal erklärt. Der ist eigentlich sauer auf Alex, dass Alex nicht
kann und meinte, ja, hol dir doch irgendjemand von der Straße und mach den Fernseher, der den Fernseher ganz macht. Ich kann aber natürlich nicht machen, der kann ja nicht irgendjemand von der Straße reinholen. Ist auch Quatsch, aber ich verstehe dann auch ein bisschen ein Stück weit den Alex, weil sobald man aus der Haustür geht in diesem Haus, wo Wolfgang ist, wird man von Wolfgang angesprochen. Und jeden Tag, egal wann, zu welcher Uhrzeit, ist egal was, immer, Alex, kannst du nicht mal hier, Alex, kannst du nicht mal da, Alex dies, Alex das, Alex jenes. Wenn ich vorbeilaufe, Tommy, kannst du nicht mal, kannst du. Bei mir sind ja noch wenig und mich nervt es halt schon manchmal. Bei Alex ist es permanent. Und da kann man auch mal verstehen, also er sagt dann, ey, du, pass auf, such dir mal echt mal jemand anders, wa? Also, geht dann auch irgendwann nicht mehr. Und er hat es mit Sicherheit auch schon tausendmal liebevoll gesagt. Ja? Weil mit Wolfgang muss man ja mal so streicheln. Oh, armer Wolfgang. Ist auch Quatsch, irgendwann muss man einfach mal sagen, so geht's nicht mehr. Gut, ich schwitze total, irgendwie ist total klammet Wetter, irgendwie, boah, alle klitschnass. Jo. Heute müssen wir die Riesenrechnung bezahlen, Schulgeld. Deswegen haben wir alle Sparschweine jetzt geschlachtet. Alle hier, ist nichts mehr drin in der Röhre. Ja, und nirgendwo ist mehr was drin. Wir sind jetzt ausgesaugt, Alter. Erstmal werde ich den wieder ausgesaugt. Der erste Auftrag dieser Woche ist ein platter Reifen. Hinterrad. Pucki. Yay. Nichts Besonderes. Wie immer. Und auch erst jetzt schon zum Nachmittag hin. Also ich glaube, es ist schon... Vielleicht kommt es auch nur so vor. Aber es ist bestimmt schon nach 12. Es ist wie verhext. Samstags nischt. Samstag nischt sozusagen. Sonntag ist der Ausfall. War nicht so dolle. Montag jetzt nicht, oder? Das ist nicht dolle. Das ist der erste Auftrag. Nicht dolle. Das heißt nicht dolle. Kommt sich vor, als würde man auf irgendein Dorf leben. Wenn einer mal am Tag vorbeikommt und mehr oder weniger nur zum Quatschen. Ja, Wolfgang halt, ne? So ein Wolf, so ein Wolfgang vom Dorf. Tada! Achso, jetzt muss ich ja hier, muss ich beim Pucki, muss man ja beachten, da muss man den Kettenschutz abbauen. Mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers. Und zwar hier. Da ist es fest. Wahrscheinlich eher so. Ja. Sonst kriegt man das Hinterrad nicht raus. Da löst man einmal. Zack, 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 zack. Gut aufheben. Und jetzt wird einfach beiseite geschoben. Tada, tada, tada. Jetzt gucken wir mal hier rein. Oh, ist ja schon gepflegt. Naja, dann sowieso raus, neu.
Weiß ich nicht, da war das falsch eingestellt. Tut mir nicht leid, aber das, da habe ich dann nicht mehr drauf geachtet. Hm. Welches kommt denn nicht eingestellt? Ja, jetzt muss er unten rein. Genau, ist vorher schlimmer. Aber ja, der Tisch muss ein bisschen näher ran. Ja, was möchtest du für Fleisch? Fleisch und Pfanne. Mehr Fleisch? Nein, der Zwiebel. Gut. Also, was soll ich sagen? Das Ding ist durch hier. Und nicht an der Stelle, wo der Nagel ist, sondern daneben. Da ist hier so ein großes, so ein relativ großer Cut. Ne? Also hier geht doch durch. Ja, das ist immer so, das sind ja 4 mm ist das Ding hier, aber. Das Problem ist, wenn der Schlauch da von innen gegendrückt, und mit dem Gegendruck von dem Schlauch, dann beult sich auch der Schlauch an der Stelle aus und der reißt halt ein, einfach. Das ist wie bei einer Narbe, das quillt dann raus und das geht kaputt, also ist sehr ungeschützt an der Stelle. Deswegen kann man den Reifen eigentlich nicht mehr verwenden. Jetzt haben wir nur noch einen Weißwandreifen da, den ich ihm anbieten könnte. Ja. Oder halt eine gute Qualität. Jetzt muss ich ihn fragen, ob er eine einfache Qualität als Weißwand will oder eine gute Qualität mit so einem Antiplatt. Ob er jeden Tag fährt, denn lohnt sich ja auch so ein guter. Normalerweise, ich musste mir wieder angewöhnen, das jedem Kunden gleich zu sagen, ich sage, wenn der Reifen kaputt ist, wird er getauscht, dann hast du die Wahl, entweder einen guten oder einen einfachen. Ja, und dann gut, kostet er dann halt mehr. Dann sehen wir, was wir daraus noch machen können. Bremse nicht ganz korrekt installiert. Reifen platt. Laufrad kaputt. Laufrad kaputt. Kaputt. Sagt er nicht mehr existent. Lampe, naja. Wird das Berliner Tarnkappe? Ja oder nee? Was sagt ihr? Erstmal wird es geschrottet. Alles auseinandergenommen. Was da noch dran ist. Brauche ich die Stütze hier noch? Na, gucken wir doch mal. Der Klon, Stütze. Ja, das ist ja schade, weil wenn nicht alles auf dem Schrott landet, wa? Aber tatsächlich kann man damit nicht anfangen. Anouk ist wieder da. Erster Schultag im neuen Schuljahr vorbei. Aber weißt du? Es ist immer so schwierig, wenn es so weit weg ist. Keine Hausaufgaben. Mhm. Na und wie war es jetzt? Toll.
Was habt denn? Soll ich dir den Stundenplan zeigen? Freitag ist der beruhigste Tag der Welt. Machen wir nur am Ende 2 Stunden Deutsch. Sonst ist nicht ganz ruhig. Zeig mir mal. Tja, wieder. Ach! Wieder Hunde. Hunde? Nein, Echo. Ja? Ich bin sehr schmuddelig gerade. Ja. Personalien der Schüler. Na, muss man ausfüllen? Okay. Guck mal, Papa, der Freitag ist der beruhigste Tag der Welt. Da gehen wir in die Körnerstraße in die andere Schule. Da machen wir Sport, BKWK. Da essen wir. Ja, und dann gehen wir den Weg zurück und zu Hause machen wir dann wieder in der Schule SAS. Was ist denn SAS? SAS ist Sachkunde. Ja, so ein schöner Tag. Wie schon 30? Nein. Okay, was soll ich sagen? Moin. Moin. Okay, ist es nicht? Yeah, I'm looking for a bike. A used bike. To buy. Yeah. I have about 60. Oh. No? Oh, 60 euros for a youth bike. Tot leid. Kann ich nicht, habe ich nicht, geht nicht. Tut mir leid. So, was soll ich sagen? Was sollen wir machen? Was soll man machen? Gut. Also, sehen wir uns morgen. Morgen wieder in diesem Theater. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Ruht euch gut aus. Morgen ist wieder Schule und Tag 2 beginnt in der Schule. Ich bin echt doch schon müde. Ich schneide noch ganz schnell dann alle zusammen zu Hause. Und wir sehen uns dann. Also macht es gut. Bis dann. Bis morgen. Ciao. Sagt Tommy und schönen Daumen hoch und kommentieren. Denkt immer dran. Kommentieren.